So Leute, willkommen bei meinem Replay von League of Legends. In diesem Let's Play möchte ich die verschiedenen Champions von League of Legends euch vorstellen, wie ich sie spiele, mit welchen Meisterschaften, mit welchen Runen. Die Uploads dieses Projekts werden sehr unregelmäßig vorgenommen, also beschwert euch nicht. Was ich aber hoffe, was ihr tut, ist, und zwar könnt ihr mir unten in den Kommentaren immer wieder schreiben, wenn ich einen Champion gespielt habe, wie man ihn besser spielen könnte, ob euch das Video gefallen hat. Und ansonsten viel Spaß jetzt mit den Meisterschaften und Runen und danach mit dem Replay. Dies sind die Meisterschaften, die ich in diesem Spiel verwende. Hier seht ihr die Runen, die ich in diesem Spiel verwende. Und damit sind wir im nächsten Spiel. Wir spielen heute Teemo. In unserem Team Drachentöter Vayne alias Sombelchan, Alistar alias Litanis, Schreckensritter Garen alias Chief Killage und Lissandra alias von Sasa, / Donnerskill. Kev. Mann, ey. Im Gegnerteam haben wir Officer Caitlyn, Karthus, Loch Ness, Cho'Gath, Nidalee und einen Galio. Wir haben übrigens keinen Jungler. Das Spiel wurde nachts um 4 oder so aufgenommen. Und wir waren nur am Trollen und deswegen nehme ich jetzt dieses Spiel, weil die letzten paar waren ja sehr deprimierend und sehr langweilig und fast schon sagen, echt traurig, ja. Und bei diesem Spiel kann ich mich halt gut daran erinnern, dass ich halt meinen absoluten Spaß hatte und generell das Ganze auch jetzt nicht unbedingt schlecht lief, fand ich jetzt. Das könnt ihr am Ende noch sogar noch selber entscheiden, wenn ihr möchtet. So, Moment, da musste ich gerade mal kurz muten. Wir spielen Teemo, Captain Teemo, Captain Teemo. 1, 2, 3, 4. Captain Teemo und Judy. So, jetzt erzählen wir die ganze Kacke nochmal. Galio kommt bei uns auf die Toplane. Ich glaube, so ist es richtig. Ich glaube. Ich weiß es nicht. Das würde ich finden, wäre ein lustiges Spiel. Mann, ey, eine Störung nach der nächsten. Zum Kotzen. Gut, wir haben Galio. Und wir spielen Teemo. Also wir haben Galio auf der Top-Lane. Und wir spielen Teemo. Was kann Teemo? Teemo ist passiver. Na, komm schon. Da. Camouflage. Da ist es so, dass wenn Teemo ein paar Sekunden lang einfach still stehen bleibt, es ist so, dass er sich tarnt. Solange bis er sich halt wieder bewegt oder ein Skill aktiviert oder sowas in dieser Richtung. Wenn er wieder sichtbar wird, es ist so, dass er für 3 Sekunden lang 40% mehr Angriffstempo kriegt, was schon eine ganze Menge ist. Da kommt Galio. Und da geht Galio. Gut. Was kann Teemo sonst noch? Teemo hat Blendfall. Das ist auch der Skill, den ich als erstes durchskille. Bei Blendfall ist es so, dass ihr eben diesen Skill aktiviert, dann auf den Gegner klickt und das Ganze macht dann halt Damage. Guten Damage. Skaliert sehr gut mit AP, in meinen Augen. Und blendet das Ziel für 1,5 Sekunden. Und bevor jetzt irgendwelche Trolls fragen, ja, es blendet auch einen Galio. Und es blendet auch einen Lee Sin. Und es blendet auch jeglichen anderen Blinden. Aber dann. Gut.
Und dann haben wir hier den W, das ist der Skill, den ich auf Stufe 2 einmal skille, vor allem wegen gegankt werden und so, und danach eigentlich komplett in Ruhe lasse. Und zwar ist es so, dass Timos Lauftempo erhöht wird um 10%, solange er nicht in den letzten paar Sekunden halt von einem Turm oder einem Champion getroffen wird, ist vergleichbar mit einer passiven von der guten, wie heißt sie? Hier MF. Namens. Kurz rausgeflasht. Immer wieder weggelaufen. Und da haben wir uns die Kills geteilt. Gut. Wenn ihr das Ding aktiviert, ist es auch noch so, dass das Lauftempo um den Doppelten dieses Werts, ja, von 10% bisher erhöht wird. Das heißt, ihr könnt mit Timo sehr schnell rumlatschen. Gut, dann kommen wir zu Giftschuss. Giftschuss ist ein sau übertriebener Skill, weil Giftschuss ist eine Passive. Ihr skillt diesen Skill und Angriffe vergiften das gegnerische Ziel. Dabei ist es dann so, dass Treffer nochmal beim Einschlagen, also beim Treffen, magischen Damage verursachen und nochmal 4 Sekunden lang jede Sekunde Damage machen. Das ist eine Menge und das ist böse und das ist saumäßig cool, wenn ihr mich fragt. Gut. Na. Gut, dann haben wir noch die Ultimate von Timo, die sich dann nennt Giftfalle. Oder auch Timo stellt seine Pilze überall in die Welt hinein. Gut. Auf jeden Fall ist es so, dass ihr halt, das Ding hat nur eine Sekunde Ablenkzeit. Das hat den Grund heraus, weil ihr erst Aufladungen sammeln müsst. Ihr müsst Aufladungen davon sammeln. Und für die Aufladung ist es halt so, dass ihr dann bis zu, ich glaube, drei Aufladungen. So. Es ist so, dass ihr durch diese drei Aufladungen dann halt immer drei Pilze setzen könnt. Diese Pilze bleiben bestehen für, ich glaube, 10 Minuten. Ja, 10 Minuten bleiben die bestehen. Nämlich. Und wenn jemand da durchläuft, ist es so, dass das Lauftempo verringert wird. Der Damage extremst ist, also von den Pilzen, der Damage ist halt wirklich der Wahnsinn. Und man sieht hier auch, ich versuche jetzt nicht irgendwo hinten ranzukommen oder so, sondern ich versuche so wenig Farm wie möglich mitzunehmen, um dem Garen halt den höchstmöglichen Farm mitzugeben. Ich meine, ich habe mir jetzt hier einen Karks Glücksdolch geholt. Den hole ich mir auch, wenn ich alleine spiele. Zwar meistens etwas später, aber den hole ich mir trotzdem. Und ja, ist ganz cool. Ist echt ganz cool. Hallo, Gallium. Klam, tam, tam, tam. Und er bleibt sogar noch stehen. Und ein Autotech. Warum ich... Na. Und wieder hingestellt und Living Ward gespielt. Es war extremst lustig. Das Spiel hat extremst viel Spaß gemacht. Einfach nur, weil... Gut, für den Galio muss man jetzt echt sagen, das war echt schade für ihn. Weil wir hatten mit Chief Killage und mit von Sasa hatten wir noch zwei Nicht-Level 30er dabei. Und dadurch haben wir ein Gegnerteam bekommen, das komplett aus Level 30er besteht, bis auf einen, der war Level 1. Wollt ihr jetzt raten, wer Level 1 ist? Der Gallio. Aber ne, ich stehe hier mein Living Ward. Schrägstrich, ich kann hier oben schön den Tower machen. Und jetzt kommen sie zu dritt hoch.
zu dritt. Aber ich habe meine Pilze. Ich sehe nichts mehr. Ach, Fellfleisch. Uff. Gallio frisst halt schon eine Menge Damage von mir. Und es macht halt wirklich Spaß. Und wir haben sie aus der Mitte so weit rausgedrängt, dass unsere Lissandra den Mid-Turret gut damagen kann. Vielleicht sogar richtig stören kann. Und ich fange jetzt eben an, meine Pilze in die Welt hineinzusetzen. Denn Pilze verjüngen in die Welt. Das könnt ihr übrigens jeder Frau sagen. Und jede Frau, die irgendwas anderes sagt, lügt. Pilze verschönern die Welt. Gallio, Gallio. Du bist ein toter Gallio. Ich glaube, nach diesem Spiel wollte dieser Gallio, wenn er nochmal League of Legends gespielt hat, die wieder gegen Teemo spielen. Ach, das war lustig. Also, es tut mir an dieser Stelle jetzt mal, muss ich ja mal sagen, echt leid für den Gallio. Aber das Spiel selber war einfach nur unglaublich witzig. Und das Problem dabei ist, dadurch, dass wir so lange mit den ROM im Spielen sind, haben wir sogar noch das Problem, dass wir am Ende wirklich nur sehr, sehr knapp gewonnen haben. Und alles in allem echt lange gebraucht haben. Na komm jetzt. Gerade durch. Oh Gott. Wow. Der Kratos macht hier wirklich mal gar keinen Damage. Krass. Was soll's. Gut, ich glaube, wir können auch mal langsam zurück. Ich meine, ich habe jetzt noch 2300 Gold zum Ausgeben. Wow. Kann man machen. Und da ist ein Stachel. Und da ist ein boshafter Ködex. Die zusammen Nashors Zahn ergeben. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile immer noch so ist. Weil ein Item wird ja jetzt demnächst rausgenommen. Also ihr wisst ja, ich produziere ellenweit vor. Ich glaube, ich habe jetzt noch 30 Let's Plays offen. Aber ist ja relativ egal. Dabei ist es dann so, dass halt alles in allem Leiden rausgenommen wird. Noch Leiden, Melody, genau. Und der Zusatzeffekt von Melody kommt eben noch mit drauf auf unseren lieben Nashors Zahn. Das Item, was ich mir als First Item mit Teemo hole, also als First Big Item. Da ist eine Nidalee. Komm her, Nidalee. Nidalee. Komm schon, gib mir was zum Töten. Gib mir was zum Töten. Tralalalala. Unser Garen rennt da mitten in die Gegner rein. Da ein bisschen Angst. Auch nur ein ganz kleines bisschen. Naja, was soll's. Wir stehen 6-0-1 mit Teemo. Und haben einen Farm von 30. 30er Farm ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt gut. Schützt werde. Ist doch herrlich. Die Nidalee. Drecks Nidalee-Pfeile. Drecks Nidalee-Pfeile. Wupp, wupp. Ich sollte vielleicht mal weggehen. Sag ich doch.
Boah, sorry. Da war ich eindeutig zu langsam. Alter. Die Nidalee macht echt üblen Damage. Muss ich hier an dieser Stelle mal sagen. Übrigens, Nashors Zahn ist fertig und unsere Attack-Speed Boots sind fertig. Aha. Ja, und der üble Damage von Nidalee ist halt... Es ist halt ein Nidalee. Aber... Nein, 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 nein. Das war, glaube ich, das, was ich die ganze Zeit im TS rumgesungen habe. Mit... Na, 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 na. Aber du weißt... Das Spiel war immer witzig und ich habe mir einfach nur einen Spaß draus gemacht. Wir wollten wirklich nur trollen, deswegen sind wir zu zweit auf die Top-Lane gegangen. Aber dass es dann wirklich so übertrieben geil lief, hatte ich mir halt überhaupt nicht... Das hatte ich mir nicht erträumt. Nee. Wobei noch... Das Spiel dreht sich ein bisschen. Aber bisher sieht das echt danach aus, dass wir nach 20 Minuten Ende machen können. Benutzt die Pilze, benutzt die Pilze. Ja. Benutzt die Pilze. Benutzt die Pilze. Die Pilze sind eure Rettung. Nein. Gut. Hier kann ich jetzt backgehen. Wir verlieren jetzt den Mid-Turret, aber... Wien. Wien, wien, wien. Doppelte für die Kills. Wupp, wupp. Ein Turm des blauen Teams wurde zerstört. Aber die gegnerische Kette farmt halt wesentlich besser als unsere. Und sie steht auch schon 5-1-1. Go, go, Party Ranger. Da dachte ich, unser Garen kommt irgendwie daher, aber ich war irgendwie zu schnell. Da, gerne nach links, gerne nach links. Jawohl. Garen wirbelt sich hier in die Ding rein. In die Falle. Ich glaube, Galio geht auch gleich AFK, wenn das nicht alles täuscht. Also dafür muss man wirklich sagen, die Gegner haben sich echt nicht schlecht gehalten. Dafür, dass sie echt zu viert gespielt haben. Oh. Stopp, das war's. Ich habe mir jetzt nur Hunger geleistet. Captain Timo on duty. 1, 2, 3, 4. Ich mag Timo. Timo ist witzig. Ich kann es nur nicht leiden, wenn Leute Timo ihn meinen, als AD Carry spielen zu müssen. Oder als Timo Support, was die eine Menge Leute tun. Oder Timo in der Mitte. Da gehört er nicht hin. Lange Zeit lang hat man auf der Toplane übrigens nur Timos und Darius gesehen. Was daran lag, dass Darius halt draußen war und jeder Mensch Darius spielen wollte. Der Punkt aber da war, dass Timo Darius zumindest laut den offiziellen Sachen gecountert hat. Gut, die meisten Timos haben Darius nicht countern können. Aber alles in allem. Flupp. Oh mich. Kommt durch meinen Pilz. Ach verdammt. Keiner mag durch meine Pilze gehen. Meine Pilze. Also wir hatten auch schon ganz, ganz krasse Timos, vor allem auch in Let's Plays. Das könnt ihr ja teilweise auch selber, wisst ihr ja selber. Ganz, ganz krasse Timos, die wirklich alles und jeden irgendwo verpilzt hatten und immer viele Pilze gestellt haben. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Ich meine, ich tue das ja auch gerne, aber boah, so viele. Hinterher rennt. Hallo Nidalee. Da hat sich geheilt, da sind einfach zu viele Gegner. Schöne Sache.
Und da ist die Ding tot. Wow. Nidalee hat ganz, ganz knapp überlebt. Nidalee wird noch ein richtiges Problem. Nidalee und Kate, die werden ein richtig böses Problem. Tötet sie! Das ist eine fucking Nidalee! Lasst euch nicht verarschen! Zu spät. Ach ja. 14 zu 18. Ich stehe 8, 3, 4. Wupp, wupp. Captain Timo. 1, 2, 3, 4. Ich find's einfach cool. Ich mag Timo so. Das kann ich. Warum kaufe ich. Ach ja, ich warte auf den übergroßen Stab, glaube ich. Ja. Ich meine, viel Gold gibt der Gallio ja nicht mehr. Wie man da gerade gesehen hat, 51 Gold. Für den Kill, nicht für den Assist. Und mehr Pilze verteilen. Mehr Pilze braucht die Welt. Gut. Und jetzt geht's weiter ins Farmen. Keep on farming. Farming. Jetzt langsam komme ich auch im Farm dran. Jetzt, wo die Laning-Phase vorbei ist und ich nicht mehr aufpassen muss, dass ich dem Garen den ganzen Farm lasse, kann ich dem Garen den Farm ruhig klauen. Jawohl, Nidalee ist nieder. Nidalee ist niedergeschlagen. Sie ist niedergeschlagen worden. Aber von denen kauft sich ja bisher noch keiner Magieresistenz. Doch, der Gallio. Gift reicht. Da wurde ich genommst. Und da ist noch ein Katus. Aber ich habe natürlich meinen Pilz, das Gift. Oh Mann. Nutzt meine Pilze. Renn doch nicht von meinen Pilzen weg. Nutz doch meine Pilze. Mann, ey. Warum nutzt du denn nicht meine Pilze? Merkt euch, Leute, immer Timo-Pilze nutzen. Timo-Pilze sind der Wahnsinn. Sie töten eure Gegner. Ich gehe jetzt Bottomland fahren. 10-4-4. Ich bin kurz davor, Rabadons fertig zu bauen. Ab dann machen die Pilze richtig nochmal Damage obendrauf. Ja, das ist cool. Ich weiß nicht, ich mag Timo. Das habe ich jetzt schon öfter gesagt. Aber Timo ist einfach cool. Auch wenn wir jetzt im Gold mittlerweile hinten liegen. Weil halt unsere Farmsituation echt für den Arsch aussieht. Und zwar irgendwie von allen von uns. Ich meine, Vayne hat es jetzt gerade geschafft, über 100 zu kommen, während die Caitlyn schon bei 140 ist. Aber für uns heißt das... Hallo, großer Mann. Wir haben einen Turm zerstört. Wo haben wir den? Ach, Bottomlane haben einen Turm zerstört. Hallo, Nidalee. Kill geklaut. Na. So, hier jetzt Farm. Kommen wir noch pünktlich? Wer sieht's auf der Minimap? Genau, Shulgarth macht den Drachen. Schrägstrich. Wir machen den Drachen. Pilz gesetzt und Backport. Aber sonst müsste fertig sein. Und? Jawohl, Rabadonch. Kann ich mir noch was kaufen? Kato sollte. Na, gib mich. Komm, gib mich.
Och, Mano. Ich hatte hier jetzt auf Homeguards gewartet, aber es war ziemlich dämlich. Mein Team stirbt hier an der Nidalee. Und an der Caitlyn. Wie gesagt, die beiden sind gefährlich. Der Rest im Gegnerteam ist irgendwie überhaupt nicht gefährlich, aber die sind wirklich, also, hell over hell. Während sie jetzt hier in die Mitte durchgehen. Und Teemo hat halt den Nachteil, Teemo ist einer der squishigsten Charaktere in ganz League of Legends. Squishig bedeutet hierbei, er hat nicht wirklich viele Lebenspunkte. Um laut zu sein, hat er eigentlich gar keine. Gar keine. Captain Teemo, Captain Teemo, 1, 2, 3, 4. Ups. Oh, fuck it. Das tat weh. Na komm, Nidalee. Also, wie lange hält denn diese Scheißfalle? Und hier tue ich jetzt einfach nur noch meinen Job. Ich pilze die Welt zu. Naja. Gut. 25 zu 22. Die Gegner haben einen Tower mehr und sind... Oh, fuck it. 1500 Gold im Vorsprung. Etwa. Jo, etwa. Das ist ein bisschen ätzend. Aber das ist noch machbar. Hier sieht man halt wieder ganz schön, wie wenig die Kills eigentlich aussagen über das Goldverhältnis im ganzen Team. Und vor allem, wenn ihr das euch das mal anschaut, von der Goldaufteilung her. Ja, 9.300 Gold für mich, 8.300 für die Vayne und dann der nächste hat 6.700. Bei den Gegnern ist sogar die Caitlyn drüber, über mir. Wobei, die hat sogar weniger Kills als ich, aber die hat wesentlich mehr Farm als ich. Gut, ich gehe jetzt hier mal kurz weg, denn ich kann mir ein Item kaufen. Und zwar die geisterhafte Erscheinung. Mit ihr kriegt man halt AP, ein bisschen Leben, ein bisschen Magiedurchdringung und man kann sie ausbauen zu Lyandras Qual, die wiederum mit den Pilzen sehr gut fungiert. Galio mal wieder mitgenommen. Nee. Nee, das gibt nichts. Da ist die Nidalee. Oh, kein Kill für den armen kleinen Blackie. Schade, schade, schade. Denn der kleine Blackie möchte gerne im Spielparadies abgeholt werden. Nee, es ist einfach... Ich weiß nicht, Teemo ist einfach cool. Kratos Ulti und Bums. Na gut, mittlerweile macht die schon ein bisschen Damage. Und Pilcher. Let's Pilcher. Du hast genug davon. Bums rennt auch noch mit rein. Let's Pilcher. Nee, du hast gerade keine Pilze ready. Mann, viel zu wenig Pilze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was macht unsere Lysandra? Ja, hat mich auch erwischt. Naja, aber ich habe noch das Gold abgegriffen, genau wie sie. Wir sind halt ein bisschen gerade unkoordiniert. Das hat man auch während des Spiels gemerkt. 2000 Gold Vorsprung vom Gegnerteam.
Ja. Nicht so gut. Aber naja. Alles noch machbar. Ich glaube, Galio ist mittlerweile AFK. Das hat er sich schon lange nicht mehr gekauft und 0.11.2 ist nun mal echt. Das ist hart. Das ist echt hart. Aber wie gesagt, ich muss jetzt jetzt halt aufpassen, dass ich mit dem Farm hinterherkomme. Das ist wichtig. Und das komme ich langsam. Langsam, aber stetig. Mein Team sollte sich echt abgewöhnen, ohne mich zu fighten. Ich meine, okay, ich gehe jetzt auf der Bottomlane ein bisschen durch, aber... Ich weiß nicht, wie lange ich das durchziehen kann. Okay, Nidalee ist tot. Das ist schon mal gut. Ich komme jetzt mal zurück. Mal gucken, ob wir noch irgendwas ausrichten können. Handelsqual müsste fertig sein. Ja. Laufen Richtung Mitte. Nums. Pilz. 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 Setz doch einen Pilz. Mann, ey, Timo. So much rooms. Gegner gehen unten, machen einen Tower zu zweit. Sho'gath müsste mittlerweile tanky genug sein, um sowas aushalten zu können. Aber... Sho'gath überlebt die Scheiße. Aber unsere, die Caitlyn nicht. Gut, wir können jetzt zu zweit oben dann pushen. Wenn die sich da unten am Rumkloppen sind. Einfach mal schauen. Jawohl, jawohl. Mitte haben sich gegenseitig ausgehebelt. Ist auch nicht schlecht. Und wie gesagt, wir können ja jetzt oben auf der Lane ein bisschen durchgehen. Der Tower müsste uns gehören. Ah, ein 1,5er Attack Speed. Sieht das richtig? Ja. 1,5er Attack Speed. Das ist nicht schlecht. Ich wollte doch ganz gerne in den Himmel legen. Das Problem ist, wir trauen uns nicht. Komm schon, komm schon. Jawohl, lauf, 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 lauf. Weil... Jetzt haben wir nämlich genug Leute. Wir haben wieder genug, um im Goldvorsprung zu sein. 13,55 Timo. Wupp, wupp. Es ist schon hart. Aber es gefällt mir. Wo will ich jetzt hin? Gott, sieht Timo mit Home ganz behindert aus. Fällt mir gerade erst auf. Captain Timo, Captain Timo. 1, 2, 3, 4. Kein Blue Buff. Aber ich vergesse halt auch in solchen Situationen wirklich Pilze zu setzen. Da gehören wesentlich mehr Pilze auf die Map. Sie haben den Drachen gemacht. Und da komme ich jetzt. Und schön die Kados Ulti unterbrochen. Da sollten wir uns echt langsam rausbewegen. Das ist nämlich gefährlich, was wir hier tun.
Caitlyn hat zwar nicht mehr so viel Leben, aber sie kann halt noch viel ausrichten. Homie. Reicht das? Nein, das reicht nicht. Nose. Nose. Ich hab die Falle erwischt. Nose. Ah. Eine Falle hat mich festgehalten, der Niederspiel hat mich getötet. Nuss! Nein, egal. Mehr AP! Jetzt kommt ein Sonjas. Denn mehr AP ist immer gut. Mehr AP. AP, AP. AP, AP. Wie viel haben wir jetzt eigentlich mittlerweile durch... fertig. Morelmonikon. Auch in meinen Augen ein sehr wichtiges Item für Teemo. Einfach nur, weil es Mana weg gibt. Es gibt ein bisschen AP. Es gibt immer noch Abklingzeitverringerung, was immer sehr, sehr nice ist. Und was ich persönlich halt sehr, sehr gut finde, ist diese Wunde, diese klaffende Wunde hier. Ja. Da. Alter. Machen wir es so. Da. Magischer Schaden, wenn Gegner und Champions unter 40% seines Lebens führt, so 4 Sekunden lang dazu, dass eine klaffende Wunde bestehen bleibt. Klaffende Wunden sind halt beim Heal 50% ineffektiver. Das ist sehr, sehr gut, weil dann der Heal von den Gegnern reduziert würde. Wird. Nicht würde, sondern wird. Gegner machen sie jetzt hier an Baron ran. Und wir sind viel zu langsam. Viel zu langsam. Da haben sie ihn. Jetzt sind wir erst auf dem Weg dazu. Und unser AD Carry läuft vor. Und muss alleine irgendwie klarkommen. Niederspeer. Mann. Jawohl. Gut, unsere Minions sind oben pushen. Das heißt, die können nicht wirklich was machen und müssen erstmal weg. Ich müsste jetzt meinen Sonjas wirklich fertig haben, oder nicht? Ich meine, hin wieder, ich bin mit Leandras Qual, bin ich immer wieder so ein bisschen mit mir selber am Hapern, weil Leandras Qual zählt eben nur für die Pilze. Ich bin dann halt immer wieder mit mir am Hadern, ob ich mir nicht vielleicht doch lieber einen Hurricane kaufe. Beim Hurricane ist es allerdings so, der Hurricane zählt halt nur für die Auto-Attacks. Und da muss man halt immer gucken, worauf man eher geht. Dadurch, dass die Gegner halt einen Galio mit im Team hatten und sich der Shoggoth relativ früh Frozen Heart gekauft hat, ja, dachte ich mir, okay, auf Attack-Speed gehen ist Bullshit. Da baue ich mir doch dann lieber die andere Squall für die Pilze. Das kann man sich halt immer danach aussuchen, das ist... Ja, kommt halt immer drauf an. Captain Teemo, 1, 2, 3, 4, Captain Teemo. Du kannst den Barrel aufhängen. Schimmel 18-7. 18 Kills auf dem kleinen Teemo. Gegen Teemo. Jetzt müssten wir eigentlich wieder nur pushen. Ich sehe unten den Dicken und will da direkt gegensteuern. Wow.
Jetzt renne ich auch noch vor dem weg. Ich renne vor dem Kratos weg. Warum tue ich sowas? Sie kommen langsam in die Mitte. Sollten uns verziehen. Nutzt die Pilze! Die Macht der Pilze. Ja, die Kombination war gut. Die Macht der Pilze! Nutzt die Macht der Pilze! Die Pilze ziehen halt wirklich ein Imba-Damage mittlerweile. Ich kann zu wenig davon jetzen. Unsere Lysandra hat wenigstens noch die Nidalee rausgenommen. Ist aber selber dran gestorben. Ich habe mir Sonjas jetzt gekauft. Sonjas ready. Und kann jetzt wieder ganz normal den Gegnern entgegen pushen gehen. Und flupp. Das war's für die Minions. Komm schon. Krieg dich. Da habe ich die Ulti abgefangen. Mit meinem Sonjas. Gegner haben die Drachen mittlerweile gemacht. Wie gesagt, die Gegner sind halt immer wieder da und schaffen es auch 4 gegen 5 immer wieder gegen uns vorzugehen. Was sehr, sehr traurig ist. Ja, schade. Aber eigentlich müssten wir das langsam und sicher echt mal beenden. Aber wenn ich mir so die Zeiten angucke, kann es noch dauern. Es wird ein sehr, sehr langes Let's Play. Auch wenn ich jetzt schon Vollbild bin. Pech. Und weggehen. Tränke kaufen. Keine Tränke gekauft? Doch, ein Trank. Nee, doch. Habe ich einen Trank? Ja, einen Trank habe ich. Die Kinder trauen sich nicht. Trauen sich nicht in unsere Base. Die sind jo feige. Sag dem mal was. Das kann ja nicht angehen. Dass die Gegner jo feige sind. Ich finde das heftig, dass Hunger halt jetzt so lange braucht mittlerweile. Da ist mein Team im Gegnerteam. Komm schon, ein Flash, ein Auto-Attack. Komm schon, jawohl. Aua. Aua, aua, aua. Jetzt, das war dämlich, der. Hat die Caitlyn hat ihren Guardians ganz gut. Ach komm schon. Jawoll! Ach herrlich. Ich mag Teemo-Pilze. Du magst Teemo-Pilze. Das Teemo ist so ein behinderter Champion, wenn man sich's richtig überlegt. Man kommt gerade aus dem Teamfight raus und denkt sich, gerade zu überlebt, Pilz tot. Das ist das, was ein Teemo tut. Ätzend Kacke. Direkt die übertriebene Kacke. Schrecklich, ey. Schrecklich. Aber 22,8, das nenne ich doch mal Teemo. 188 Minion Farm.
Fullbild. Gut ist die Caitlyn hier unten auch. 4000 Gold mehr als ich. Böse Caitlyn. Doofe Caitlyn. Mehr Gold als ich. Und ich mag jetzt hier einfach nur noch ganz, ganz schnell da einen Pilz hinpflanzen. Und hoffen, dass die Gegner kein Oracle haben. Hallo, du dicker, fetter Sack. So, und jetzt können wir drauf. Theoretisch. Wenn wir uns jetzt nicht ganz doof catchen lassen. Was im Moment danach aussieht. Hier werde ich von meinem Team ein bisschen allein gelassen. Das finde ich mal so ein bisschen nicht gut. Schön in meinen Pilz geflasht. Wumms. Da ist ein Timo gestorben. Doofe Karte, Schulti. Doofes Mistvieh. Egal. Wir haben drei von ihnen getötet. Es ist nur noch Katos da. Und wir sind noch drei am Feld. Und eine davon ist Vayne, unser AD Carry. Das heißt, wir müssten das locker hinkriegen. Wenn wir Split pushen würden. Komplett. Wenn unser Garen wirklich durchgerannt wäre. Den Tower. Jetzt sollten sie laufen. Genau. Gut, damit ist der zweite Inhibitor offen. Das hat schon mal große Vorteile für uns. Ich meine, mittlerweile geht es gar nicht mehr wirklich um Gold. Es geht nicht mehr darum, wer jetzt in Gold im Vorsprung ist. Es geht mittlerweile nur noch um den Vorteil von Map. Okay, Caitlyn hat ihren Guardians verkauft. Tränke! Oracle! Nicht, dass die Wards stellen würden, aber Oracle! Ich könnte, ja, keine Ahnung, ich könnte. Ist auch egal. So. Da ein Pilzchen. Da ein Pilzchen. Oh mein Gott, die sind alle da. Da ein Pilzchen. Und jetzt müssten wir einfach nur oben drehen uns. Mann, oh Mann, oh Mann. War schön, dass sie wenigstens einen Pilz nach dem nächsten mitnehmen. Sie gehen Richtung Dragon. Unsere Lysandra in Gefahr. Aber Lysandra schafft es sich, backzuporten. Schwein gehabt. Ich habe den Drachen erledigt. Hier sind nirgends Wards. Nur haufenweise Pilze meinerseits. Haufenweise Fallen. Da bin ich nochmal um eine Falle herumgelaufen. Immerhin. Immerhin. Shu hat sich mittlerweile auch einiges an Magieresistenz zugelegt. Wow! Renn, Timo, renn! Ein Turm des roten Teams wurde zerstört. Lauf, Timo!
Die Nidalee kriegt dich. Lauf einfach, Devo. Unser Garen geht oben richtig schön backdooren. Also die Aktion jetzt ist richtig nice. Wir haben jetzt dafür so viel Inhibitor gekriegt. Wir haben so viel mit denen rumgefightet. Und schon, gib mir Homeguards. Es nervt mich so mittlerweile, dass Homeguards überhaupt nicht mehr richtig aktiviert wird. Aber jetzt sind es halt wirklich... Ich muss sie jetzt halt hier halten. Ich wollte sie jetzt unbedingt hier halten, damit eben nichts, damit sie eben nicht weg können. Jetzt... Ulti! Ulti doch! Mann! Ulti doch! Nein! 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 Erster. Vayne geht halt jetzt hier steil. Jawohl. Vayne hat Doppeltötung erreicht. Okay, mittlerweile ist es halt wirklich 21, 10, 9. Das sind Teemo's Stats. Ja gut, die 10 Kills sind ein bisschen doof. Aber trotzdem, das sind Teemo's Stats. Weiß gar nicht mehr, wohin mein Geld. Jetzt kommt auch eine dumme Aktion von dem Cho'Gath. Er versucht hier wirklich durch die Bahn durchzulaufen und zu backdooren. Aber es ist ein bisschen doof gewesen, gebe ich ihm. Jetzt machen sie zu zweit Nasher. Und dann sollten sie langsam echte Probleme kriegen. Und ja... Ach, das Spiel war toll. Guckt euch das an. Das ist so toll. Warum hält unser Alistair nicht so wenig aus? So, alle Tränke neu kaufen. Und go, go. Wird wieder aufgebaut sein. Wir haben Baron Nashor getötet. Baron Nashor. Pelch. Falle. Pelch. Wie gesagt, wer jetzt den nächsten Teamfight gewinnt, hat gewonnen. Die Gegner haben das Potenzial, einfach durch uns durchzurennen. Vorteil von uns ist, wir haben halt jetzt alle Inhibitoren offen. Wir müssen sie echt nur ein bisschen beschäftigen. Komm schon. Komm schon. Fighte doch. Go Team. Okay, sie... Caitlyn hat sich wieder Guardians geholt. Hat sich dann anscheinend doch und... Boah. Muss nichts fighten. Sind genug Minions da gewesen. Wupp, wupp. Alter, das war ein übles Spiel. Ein übelst cooles Spiel, wie ich finde. 21, 10, 9 Teemo. Richtig cool, richtig krass. Ihr habt gesehen, wie ich ein Spiele halt relativ schnell Karkas Glückszeug zusammenbauen. Dann Nashas Zahn, dann Rabadons. Dann hole ich mir Sonjas, dann hole ich mir Morel Monicom und dann hole ich mir Lyandras. Schrägstrich, Lyandras kann man halt schön hin und her switchen und sich überlegen, ob man es holt, ob man es nicht holt. Ob man für Lyandras nicht lieber einen Hurricane holt. Das kann man entscheiden, ob man gegen Morel Monicom jetzt gegen einen Guardians austauscht. Geht auch noch die Idee. Das sind die beiden, möchte gern, Änderungsvorschläge, die ich euch vormachen kann. Wir sehen uns beim nächsten Spiel, euer Blacksade. Ciao, ciao.